Hallo Leute und herzlich willkommen zur DJ Collabo Lektion. Ja, das ist im Prinzip ein bisschen ein Ausreißer, aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das eben auch das Mixing betrifft. Denn logischerweise, wenn mehrere DJs zusammen auflegen, werden sie sich, oder besser gesagt, sollten sie sich auf jeden Fall alle zusammen ums Mixing kümmern. Leider ist es oft auch nicht der Fall. Eher legt dann einer auf und zwei rauchen und saufen. Aber unser Appell ist hier auf jeden Fall, das nicht zu tun, sondern auch ja, dem gerecht zu werden, als was man sozusagen auch auftritt. Insofern du dich noch nicht so ganz mit DJ-Kollabos beschäftigt hast oder es in Erwägung gezogen hast, dann mach das auf jeden Fall, denn es ist ganz wichtig im Prinzip, dass du dieses Art Konkurrenzdenken ablegst, dass alle anderen DJs im Prinzip ja nur deine Feinde sind sozusagen, eben dass es halt klassisch Konkurrenz ist. Es ist extrem wichtig, dass man Synergien schafft. Also eben mit Leuten zusammenarbeitet, wenigstens sich gut versteht, eben sich kennt. Und das wird dir auf jeden Fall mehr bringen als Konkurrenzdenken. Diesen Neid solltest du auf jeden Fall ablegen. Der wird dir in erster Linie eher schaden. Du denkst vielleicht, dass du es irgendwie schaffst, deine Konkurrenz klein zu halten, wenn du nicht mit ihnen zusammenarbeitest und ja eben sie als Konkurrenz betrachtest. Aber es ist eher nicht der Fall. Da müssen wir dich in Anführungszeichen enttäuschen. Ist ja eher besser, wenn du dich anders verhältst. Und eben, wenn du ja einen Kollegen hast, der irgendwie immer mehr Gigs am Start hat, der irgendwie die besseren Gigs am Start hat, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern, egal ob ihr jetzt eine gute Connection zusammen habt oder auch nicht. Aber wenn ihr eben eine gute Connection zueinander habt, dann habt ihr wenigstens immer noch die gute Connection zueinander. Oder besser gesagt du, denn er spielt ja im Prinzip eh schon die besseren Gigs und mehr Gigs. Insofern schau, dass du dieses Neid- und Konkurrenzdenken ablegst und anfängst eben auch auf Kollegen zuzugehen, dich mit ihnen zu connecten. Und wer weiß, was sich eben daraus alles entwickelt, wie zum Beispiel eine DJ-Kollabo. Denn DJ-Kollabo heißt ja nicht, dass sie jetzt dauerhaft zusammen auflegt, wie Swedish House Mafia und Co. Es kann ja auch sein, dass ihr mal für gewisse Veranstaltungen nur zusammen auflegt. Das heißt dann B2B, also Back-to-Back, sozusagen Rücken an Rücken. Klar, kann zwei sein, können auch drei DJs sein. Klar, irgendwann ab drei, vier wird es dann schon ein bisschen lächerlich. Was sollen die denn dann alle noch machen? Aber so eben zu zweit, eben auch zu dritt, das geht auf jeden Fall voll klar. Gibt es immer wieder und es hat coole Vorzüge. Wichtig dafür ist logischerweise Vitamin B. Eben deswegen Konkurrenz und Neiddenken ablegen, mit den Kollegen connecten. Und dann wird das im Prinzip schon von alleine passieren. Und auch wenn du eben dich mit einem Kollegen zusammentust, dann ist dein Pool an Connections dann nochmal größer geworden. Das heißt nicht nur, dass du die eine Connection zu dem Kollegen hast, sondern die, die er hat, kannst du ja im Prinzip auch noch anzapfen. Gemeinsam könnt ihr dann euer DJ-Set im Prinzip auf ein neues musikalisches Level heben, denn logischerweise können vier Hände mehr bewirken als nur zwei mit eben nur 10 Fingern. Und da könnt ihr dann zum Beispiel eben mit mehr Decks auflegen. Ihr könnt noch andere Entertainment-Faktoren mit reinbringen. Ihr könnt eben noch mehr mit Effekten arbeiten, mit Loops, Samples und so weiter und so fort. Klar, wie immer, es sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, was ihr daraus macht, aber es bietet eben sehr viel Potenzial. Wichtig ist eben, dass ihr dieses Potenzial auch wirklich ausschöpft und so eine DJ-Kollabo nicht dazu nutzt, eben, dass der eine die ganze Zeit Pause machen kann, während der andere mal eben eine Runde auflegt. Natürlich, wenn ihr ganz klassisch, in Anführungszeichen relativ lahm, einfach auflegt, dann wird es so sein, dass der eine mal ein bisschen Pause macht, der sucht vielleicht den nächsten Track raus, der andere mixt ein bisschen und dann tröpfelt es so ein bisschen entspannt vor sich hin. Aber das ist nicht unbedingt unser Ziel, sondern wir wollen wirklich mehr aus unserem Set rausholen und eben dieser Zusammenschluss, der sollte wirklich einen höheren Mehrwert für alle Beteiligten haben. Sei es jetzt der euch gebucht hat, weil die Veranstaltung an sich geiler ist, das Publikum, weil es mehr geboten bekommt und eben auch für euch, ihr sollt ja zum Beispiel auch mehr Spaß dabei haben. Und üblicherweise ist es auch der Fall. Viele DJs kombinieren das dann gerne noch mit irgendwelchen Show-Einlagen, mit Kostümen, Konfetti, CO2-Kanonen und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch viel Spiel und Spaß noch drumherum. Klar, warum nicht, wenn es zur Veranstaltung passt.
dann ist das auch eine coole Sache. Denn gerade wenn ihr alleine auflegt, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn ihr gerade irgendwie mixen sollt und dann noch Konfetti zünden und CO2-Kanone abfeuern. Das wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Dann gleichzeitig vielleicht auch noch irgendwie eine Torte ins Publikum schmeißen. Ihr habt nur 2 Hände und 10 Finger. Deswegen gerade eben, wenn es um solche Dinge geht, sind DJ-Kollabos cool. Aber schaut eben, dass es sich nicht nur darauf beschränkt, dass einer mixt und der andere nur Torten wirft, sondern eben, dass beide auch was mit DJing am Hut haben. Ansonsten ist es keine DJ-Kollabo, sondern eine Zusammenarbeit von einem DJ und einem Kuchenwerfer. Diese mehr Möglichkeiten können, wie bereits erwähnt, sein, dass ihr mehr Geräte bedient. Heißt jetzt, ihr legt nicht nur mit 2 Decks auf, eben mit 2 Zuspielern, sondern mit 3, mit 4. Warum nicht? Oder ihr habt noch ein extra Effektgerät. Oder ihr bringt Live-Producing mit rein. Das heißt, ihr habt da noch ein paar MIDI-Controller oder sogar richtige Instrumente. Es gibt absolut keine Grenzen. Auch wenn ihr mit einem relativ standardmäßigen Setup so auflegt, dann gibt es ja natürlich auch viele Sachen zu bedienen. Heißt, eben der eine macht dann vielleicht gerade irgendwas an den Effekten, während der andere sich um den EQ kümmert oder eben um die Fader. Hört sich jetzt erstmal recht simpel an, aber gerade wenn man in einem komplexen Build-Up ist zum Beispiel, eben kurz vor einem Drop ist, dann kann das auf jeden Fall schon sehr nützlich sein und ja, hebt auf jeden Fall, wie gesagt, dann euren Mix nochmal auf ein höheres Level. Die Grenzen mit Live-Producing sind hier natürlich auch wieder schwimmend. Heißt eben, sobald ihr anfangt mit einer DAW, mit haufenweise MIDI-Controllern, Samplern, Sequencern, eigenen Instrumenten und so weiter anfangt aufzutauchen, dann klar, kann man ja auch nicht mehr nur davon sprechen, dass jetzt 2 DJs hier am Mischpult stehen. Wird aber eben auch gerne kombiniert. Das heißt eben, einer kümmert sich eher um die Melodien, Basslines und ähnliches und der DJ liefert zum Beispiel eher die Kick, die anderen Percussions, die Bassdrum und so weiter. Dass man das halt so ein bisschen separiert und der DJ legt zum Beispiel dann auch noch die Effekte auf die Instrumente. Der Vorteil, den ihr außerdem noch habt, ist, dass ihr nicht nur generell umfangreicher mixen könnt oder eben besser was darbieten könnt, sondern eure Fanbases werden sozusagen fusioniert, sei es jetzt dauerhaft, weil ihr eben entscheidet, euch die Solo-Karriere an den Nagel zu hängen, oder eben für gewisse Events. Das heißt, ihr steigert auf jeden Fall eben eure Reichweite, ihr könnt neue Leute erreichen, ihr könnt mehr Leute erreichen, eben weil die Fanbase von eurem Kollegen auch noch dazukommt. Außerdem könnt ihr viele Erfahrungen noch sammeln von dem Kollegen, eben wie man insgesamt mit mehreren Leuten gleichzeitig auflegt. Ihr bekommt bessere Skills eben über die Kombination gewisser Funktionen, gewisser Geräte und vorhin auch schon angesprochen, zum Beispiel Connections. Ja, eben ihr vereint eure Connections, ihr habt dann wieder noch Kontakte zu der oder der Veranstaltungslocation oder generell einfach der Veranstaltung, zu dem Veranstalter, zu dem Booker, zu anderen DJ-Kollegen und so weiter. Alles extrem wichtige Punkte. Denn wie wir ja auch schon in ganz vielen Lektionen gesagt haben und was ihr auch noch bis ans Ende dieser Academy hören werdet, ist, dass Vitamin B und Connections einfach das A und O sind. Insofern ihr halbwegs auflegen könnt, aber extrem starke Kontakte habt, dann werdet ihr definitiv an Bookings kommen. Ihr werdet zwar keine besonders erfolgreiche DJ-Karriere haben, weil auch die Leute, die euch dann trotzdem buchen, merken, dass ihr nicht der beste DJ seid, aber ihr werdet auf einem relativ einfachen Level, werdet ihr mit Sicherheit immer irgendwo mal an Gigs kommen. Wenn ihr euch mit jemandem noch zusammentut, dann könnt ihr euch so natürlich auch von der Masse abheben. Sei es jetzt in eurer Gegend eben spielen in Anführungszeichen nur Single-DJs und ihr habt jetzt auf einmal eine DJ-Kollabo am Start, eben mit 2 oder mit 3 Leuten, dann kann man das Ganze natürlich auch wieder anders vermarkten. Es wirkt anders aufs Publikum. Ihr habt natürlich auch indirekt weniger Konkurrenz, dadurch, dass ihr euren Kollegen jetzt nicht mehr den Gig streitig machen müsst zum Beispiel. Und auch fürs Publikum ist es ja irgendwie was anderes. Deswegen auch aus dieser Hinsicht nochmal ein deutlicher Pluspunkt und auch zum Beispiel sowas wie Cross-Promotion, dass jetzt über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder eben generell einfach Marketing-Kanäle von den anderen auch noch eben was läuft, dass man sich da eben alles so zuspielt und das Ganze einfach zu einem großen Ganzen vereint. Und deswegen lohnt sich das alles auf vielerlei Hinsicht. Ihr könnt euch natürlich mit euren Kollegen insofern absprechen, dass ihr gewisse Tätigkeiten aufteilt. Einer ist zum Beispiel besonders gut im EQ-Mixing für lange Blends,
Der nächste kann eben vielleicht scratchen, was ihr überhaupt nicht könnt. Dafür habt ihr ein Händchen für die richtige Track-Auswahl und könnt eben ein ganzes Set besonders gut arrangieren. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, dass sich jeder auf seine Stärken konzentriert. Auf der anderen Seite ist es natürlich komisch, wenn du dich nur und ausschließlich um die Track-Auswahl kümmerst. Deswegen findet er im Prinzip die goldene Mitte. Sowieso kann euch auch niemand was vorschreiben. Das ist einfach unsere Empfehlung an euch. Und deswegen müsst ihr dann schauen, was ihr daraus macht. Aber natürlich, klar, wenn ihr irgendwas besonders könnt, dann solltet ihr euch auch darauf konzentrieren. Denn wenn ihr zusammen eure Stärken eben in ein Boot schmeißt, dann wird da draus auch wirklich eben was Größeres, was Besseres. Wenn ihr nur eure Schwächen kombiniert sozusagen, dann wird es wahrscheinlich eher sogar noch schlechter, als wenn ihr alleine auflegen würdet. Auch könnt ihr derartiges vereinbaren, dass ihr euch alle paar Tracks mal abwechselt. Oder zum Beispiel, dass sich ein DJ sozusagen um die linke und der andere um die rechte Hälfte kümmert. Also ihr immer gegenseitig hin und her abwechselt. Es ist natürlich alles vollkommen offen. Schaut einfach, dass ihr irgendwie immer was zu tun habt und es auch wirklich Sinn macht, dass ihr zusammen auflegt. Gerade bei einem Back-to-Back-Set ist es eher so, dass man sich mal abwechselt, weil man ja nicht als klassische feste DJ-Kombo, die immer zusammen unterwegs ist, auftritt. Habt auf jeden Fall Spaß. Es sollte üblicherweise mehr Spaß machen. Nutzt das Ganze, genießt das Ganze. Es ist echt cool, mit Kollegen zusammen aufzulegen. Und es bietet wirklich einige Vorteile. Ihr könnt sogar auch eine höhere Gage verlangen, denn hier stehen ja jetzt zwei Leute. Sollte normalerweise einen höheren Entertainment-Faktor dann zum Beispiel auch haben. Das heißt, es würde im Prinzip auch Sinn machen. Die Location oder die Veranstaltung ist hoffentlich auch voller, weil ihr eben ja insgesamt mehr Reichweite habt und, und. Deswegen kann es auch Sinn machen, eben eine höhere Gage auszurufen. Schaut dann einfach, dass es auch wirklich gerechtfertigt ist. Weil eben, wenn im Prinzip eigentlich immer nur einer auflegt und der andere eben sauft und raucht, dann ist es eher fraglich und dann schadet ihr auch eher dem Ruf des DJs wieder, als dass ihr euch selbst und der Szene damit einen Gefallen tut. Eben behaltet das alles im Hinterkopf und probiert es mal aus. Startet vielleicht mal mit einem Back-to-Back-Set und wer weiß, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt vielleicht nicht ganz weiter oder eben generell einfach, ihr könnt noch viel mehr erreichen, wenn man sich mit jemandem zusammenschließt, dann überlegt doch, ob ihr mit jemandem eine DJ-Kollabo eingeht. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.